Bilder von abgestellten Verkehrsflugzeugen sind immer ziemlich spannend, denn dahinter steckt meist eine sehr interessante und lange Geschichte. Oft sind die Flugzeuge ganz einfach am Ende ihrer Lebenszeit angekommen, können bei den Fluggesellschaften nicht mehr effizient eingesetzt werden, beziehungsweise gelten in der Gesellschaft auch einfach nicht mehr als das passende Verkehrsflugzeug, nicht mehr unbedingt als sicher. Wirklich interessant wird es aber dann, wenn gar nicht so alte Verkehrsflugzeuge abgestellt werden, beispielsweise A340-600 oder auch der Airbus A380, von dem die ersten Maschinen jetzt bereits teilweise tatsächlich zerlegt sind. Ganz komisch wird es aber dann, wenn wirklich neue Flugzeuge abgestellt werden, so wie jetzt beispielsweise im großen Ausmaße die Boeing 737 MAX oder auch im eher kleinen Ausmaße der Airbus A350-1000. Warum man den jetzt abstellt, das schauen wir uns heute mal in einem kurzen Video etwas genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr wundert euch vielleicht ein bisschen, warum gerade das jetzt heute Thema ist, weil doch so viele andere spannende Dinge passiert sind und die habe ich auch alle auf dem Zettel. Also nur als Stichpunkte Adria Airways oder Delta Airlines mit LATAM und der Oneworld Allianz und der erste A350 für Air France und all solche Geschichten sind alles große tolle Themen, die ich auch gerne in einem handlichen Video für euch verpacken möchte. Aktuell ist aber ein kleines bisschen wenig Zeit. Deswegen tut es mir leid, dass ich jetzt nicht ganz so aktuell unterwegs bin, aber diese Themen kommen alle noch, das ist versprochen. Eine kleine Sache, die ich aber jetzt eben auch noch auf dem Zettel hatte, ist jetzt eben die Geschichte mit dem A350-1000 bei Etihad Airways. Ihr erinnert euch vielleicht, der A350-1000 als mit über 70 Metern Länge größte Variante des Airbus A350 war hier in den letzten Wochen immer mal wieder Thema. British Airways beispielsweise hat das Flugzeug vor ein paar Wochen zum ersten Mal bekommen, hat das Flugzeug vor ein paar Wochen eingeflottet, war wahnsinnig stolz drauf, hat eine riesen Aktion daraus gemacht. Genauso bei Virgin Atlantic, die quasi jedem unter die Nase reiben müssen, dass sie jetzt mit einem A350-1000 fliegen. Und dann gibt es mit Qatar Airways und mit Cathay Pacific noch zwei weitere große Kunden, die ganz stolz auf ihr neues Flugzeug sind. Und tatsächlich sind es damit schon die vier Fluggesellschaften, die aktuell überhaupt einen A350-1000 in der Flotte haben. Eigentlich hätte da jetzt aber schon längst eine fünfte Fluggesellschaft dabei sein sollen und das ist eben Etihad Airways. Eine Fluggesellschaft, die mit Gründung im Jahr 2003 tatsächlich ja noch gar nicht so lange am Markt vertreten ist, sich hierzulande aber recht zügig einen großen Namen gemacht hat und zwar mit großen Investitionen in vor allem Pleite-Airlines. Etihad Airways war der größte Einzelaktionär bei Air Berlin, bei der ehemals zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft. Etihad Airways war voll und ganz mit dabei bei der kleinen Schweizer Regionalfluggesellschaft Darwin Airline, die dann als Etihad Regional unterwegs war. Dazu hatte man große Anteile bei der indischen Jet Airways und ja, die Alitalia-Verknüpfung ist ja auch mittlerweile ganz gut bekannt. Also Investitionen in Fluggesellschaften, die sich vorn und hinten nicht gerechnet haben. Dieses typische, okay, im Mittleren Osten entsteht eine Fluggesellschaft, die unfassbar schnell wachsen kann, dadurch, dass sehr viel Geld in sie investiert wird und dann kauft sie sich halt eben Anteile auf anderen Kontinenten in Europa beispielsweise zusammen, um sich dort auch einen Namen zu machen, um sich dort auch Marktanteile zu sichern. Das war hier der Plan, hat hier aber überhaupt nicht funktioniert. Und trotzdem, es wurde weiter fleißig Geld in die Fluggesellschaft mit Sitz am Flughafen Abu Dhabi investiert. Es wurden weiter fleißig Flugzeuge bestellt. Und somit ist Etihad Airways jetzt aktuell mit einer Flotte bestehend aus 113 Flugzeugen unterwegs, was für eine Fluggesellschaft mit Gründung im Jahr 2003 wirklich ziemlich beachtlich ist. Man hat Maschinen vom Typ A320, A321, A330, dazu 10 Airbus A380, 25 Boeing 777 und 35 Dreamliner. Das ist auf der einen Seite ziemlich beeindruckend, auf der anderen Seite aber auch echt irgendwie von allem ein bisschen. Naja, aber wie gesagt, man hat weiter fleißig bestellt. Man hatte mal bestellt 42 Airbus A350-900, dazu nochmal 22 A350-1000, also insgesamt schon mal 64 Maschinen vom Typ A350 und dazu dann nochmal 25 Boeing 777X. Das wäre ein ziemlich beeindruckendes Flugzeugportfolio geworden, aber aus diesen ganzen Bestellungen wird eben nichts mehr. Die 42 A350-900, die hat man Anfang des Jahres komplett storniert. Von den 22 A350-1000 hat man zwei Stück weggestrichen. Und von den aktuell damit noch verbleibenden 20 Bestellungen für die 1000er Version des A350 gelten auch nur 5 Bestellungen als wirklich bestätigt.
Und von den 25 Boeing 777X möchte man tatsächlich nur noch 6 Stück haben. Das ist dann natürlich schon wieder eine ganz andere Nummer. Und wie kommt das jetzt? Ganz einfach, man hat sich mit diesem massiven Wachstum natürlich voll und ganz verkalkuliert. Also die Fluggesellschaft hat zum aktuellen Zeitpunkt weder Platz, weder das Geld, noch die Verwendung für diese Menge an Großflugzeugen. Und jetzt kommt das noch schlimmer, denn die Fluggesellschaft, die im vergangenen Jahr nach 2 vorangegangenen Rekordverlusten nochmal einen Verlust von 1,28 Milliarden US-Dollar eingeflogen hat, die kann jetzt selbst mit diesen 5 bestätigten A350-1000 erstmal gar nichts anfangen. Laut eigener Aussage bleibt dieser Flugzeugtyp, der A350-1000, ein essentiell wichtiger Teil in der Etihad Airways Zukunftsstrategie, aber zum aktuellen Zeitpunkt, da geht halt eben nichts mit dieser Maschine und es liegt tatsächlich nah, aber das ist nicht bestätigt, das ist einfach nur Spekulation, es liegt ganz einfach nahe, dass man mit einer möglichen Stornierung recht spät um die Ecke kam und Airbus zumindest für die ersten 5 bestellten A350-1000 derart unangenehme Konditionen für eine Stornierung präsentierte, dass Etihad Airways gar nicht unbedingt etwas anderes übrig blieb, als diese 5 ersten Maschinen von Airbus bauen zu lassen. Und das passende Ergebnis zu dieser ganzen Nummer, das können wir eben jetzt ganz entspannt beobachten. Und zwar nachdem die ersten 4 eben genannten Fluggesellschaften mit riesengroßen Aktionen, mit riesen Auslieferungspartys ihren ersten A350-1000 übernommen haben und dann entsprechend auch alle Kanäle, die sie nach außen in die Öffentlichkeit haben, sei es jetzt Social Media oder irgendwelche Pressemeldungen oder was auch immer, nachdem sie all das mit dem A350-1000 vollgestopft haben, da mogelte sich der erste für Etihad Airways bestimmte A350-1000 jetzt mal ganz still und heimlich durch und der erste fertige A350-1000 flog dann, frisch lackiert, Anfang Juni vom Airbus-Werk in Toulouse direkt nach Bordeaux und dort steht die Maschine bis heute. Mitte Juli kam dann die zweite Maschine hinterher und jetzt vor wenigen Wochen Ende August auch die dritte Maschine, alle fertig lackiert, alle um in Bordeaux erst einmal geparkt zu werden. Und genauso wird das jetzt auch in naher Zukunft mit der vierten Maschine und mit der fünften Maschine passieren. Höchstwahrscheinlich können die anderen Fluggesellschaften, die den A350-1000 bestellt haben, gar nicht unbedingt die Etihad Airways Slots annehmen. Die kriegt man wahrscheinlich so schnell gar nicht untergebracht, weil eben das Flugzeug mit 370 Millionen US-Dollar auch sehr, sehr teuer ist. Und naja, weil es ein Großflugzeug ist, das entsprechende Planung benötigt, um irgendwo eingeflottet zu werden. Und ganz so einfach, wie man sich das jetzt in seinem Kopf mal zurechtlegen könnte, ist das wahrscheinlich am Ende gar nicht. Das bedeutet, dass hier hinter höchstwahrscheinlich einfach ein Deal steckt mit Airbus, der halt eben besagt, dass Etihad Airways diese 5 Flugzeuge, die jetzt bald alle fertig sind, übernehmen muss, zum aktuellen Zeitpunkt eventuell aber einfach gar nicht zahlen kann. Einige Luftfahrt-News-Seiten im Internet spekulieren da schon eine ganze Menge, beziehen sich auf vermeintliche Etihad Airways Insider-Aussagen, die besagen könnten, dass die Fluggesellschaft möglicherweise erst im Jahr 2021 wirklich fit für den A350-1000 ist. Das wäre noch eine ganze Weile hin. Aber gut, bis zu dem Zeitpunkt, wie lange es dann auch wirklich dauert, also wir wissen es natürlich nicht, da wird noch eine ganze Menge passieren, sicherlich, und das beobachten wir natürlich auch weiter, aber bis dahin stehen da 5 brandneue, eigentlich doch wirklich interessante und sehr teure Flugzeuge einfach nur rum und kosten dementsprechend Geld und verdienen kein Geld. Tja. Gut, was soll man dazu sagen? In diesem Sinne soll es das für heute tatsächlich auch schon wieder gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ich fand es ganz interessant, dass so viele Fluggesellschaften natürlich so große Aktionen auf so neuen Flugzeugen machen. Und da ist eine Fluggesellschaft dabei, die die Maschinen halt schnell mal zur Seite irgendwo parkt. Gut, das ist die Erklärung dafür. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.